Go, go, Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers! The Movie, The Game. Basiert lose auf dem ersten Power Rangers Kinofilm aus den 90er Jahren, bedient sich aber auch an Elementen aus der TV-Show. Die Power Rangers müssen mal wieder die Welt retten. Ivan Ooze, der Bösewicht aus dem genannten Film, will, wie könnte es anders sein, die Erde unterjochen. Aber nicht mit uns, denn wir ziehen entweder alleine oder im Zweispieler-Koop-Mode los, um dem alten Ivan das Handwerk zu legen. Dazu wählen wir erstmal einen der 6 verfügbaren Rangers aus. Wir bekommen hier das Ranger-Roster aus dem Kinofilm, nicht aus der Serie, und starten jedes Level in Zivilkleidung und ungemorpht. Nach jedem Level kann man einen neuen Ranger wählen, das finde ich ganz cool. Das Gameplay findet auf 2 Ebenen statt, die wir, ähnlich wie bei Fatal Fury, durch den Druck der Schultertasten einfach wechseln können. So weichen wir Gegnern, Autos und sonstigen Hindernissen aus. Dieser Ebenenwechsel ist allerdings auch schon das Aufregendste, was das Gameplay zu bieten hat, denn selbst für ein Beat'em'up sind unsere Möglichkeiten hier doch stark begrenzt. Wir haben lediglich einen Angriff, der durch Ducken oder nach oben drücken variiert werden kann, und einen Sprungangriff. Den Spezialangriff wollen wir nicht einsetzen, denn die Morphing Power, die wir nach dem Entfernen eines Gegners vom Bildschirm in Form eines kleinen Blitzsymbols einsammeln und die wir für diesen Spezialangriff gebrauchen könnten, brauchen wir für etwas wesentlich Wichtigeres, nämlich um uns in Ranger-Form zu morphen. Das wird in einer coolen Sequenz gezeigt, danach ändert sich das Gameplay allerdings auch nicht. Ganz im Gegenteil. Während wir uns in unseren total coolen 90er Jahre Straßenkleidung noch unterschiedlichen Animationen bei den Power Rangers zu sehen bekommen, sind die Sprites und Bewegungen in Ranger-Form alle identisch. Einzige Ausnahme ist Tommy, der weiße Ranger, der hat ein eigenes Modell und Animationen bekommen, aber die 5 Standard-Rangers sehen bis auf die Farbe exakt gleich aus. Das bedeutet, auch die beiden Mädels haben plötzlich eine äußerst maskuline Erscheinungsform und erstaunlicherweise tragen alle denselben Helm, nämlich den des roten Rangers aus der Serie. Das nenne ich echt Faulheit bei den Entwicklern. Diese Faulheit zeichnet sich leider auch im weiteren Spiel ab, denn gegnertechnisch ist ebenfalls kaum Abwechslung. Wir vermöbeln immer dieselben Handlanger, Level für Level. Die Bossfights erfordern da schon ein wenig mehr Taktik, allerdings auch nicht allzu viel. Dazu kommen noch massive Slowdowns im Zwei-Spieler-Modus, wenn Explosionen auf dem Bildschirm passieren. Das muss doch wirklich nicht sein, Leute. Circa eine Stunde benötigt man, um die 7... sagen wir mal langweiligen Levels abzuschließen, aber ganz ehrlich, wer so viel Durchhaltevermögen an den Tag legt, dieses lahme und uninspirierte Gameplay durchzuhalten, muss entweder ein Wahnsinns-Power Rangers-Fan sein oder hat jedes andere Beat'em'up auf dem SNES oder dem Mega Drive schon bis zum Erbrechen gespielt. Denn auch wenn die Präsentation in Bezug auf Grafik und Sound wirklich nicht übel ist, hat man nach 3 Minuten schon alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Sorry Leute, coole Action mit krassen Moves und cheesy Dialogen wie in der Serie oder dem Film sucht man hier vergebens. In meiner Erinnerung war das Spiel irgendwie besser, und wenn es euch genauso geht und ihr euch daran erinnert, dass ihr das als Kind cool fandet, tut euch selbst den Gefallen und behaltet diese Erinnerung, spielt es heute nicht mehr. Denn Power Rangers The Movie The Game ist allerhöchstens unteres Mittelmaß. Tut mir leid Leute, aber das taugt leider nicht viel.